Ja, meine Lieben, und weiter geht's im Dragon Quest Universum. Wir drehen völlig durch, denn wir müssen jetzt zur Wiege von, keine Ahnung was, Schrein der Wägung, meine ich. Wiege des Schreins, wollte ich sagen. Schrein der Wägung natürlich. Natürlich stellen wir uns der Herausforderung. Ich weiß jetzt gar nicht, im letzten Let's Play, nee, da war er noch nicht dabei. Ich habe jetzt die blöde Magierin rausgeschmissen aus meinem Team und habe dafür diesen Dieb reingenommen, den Yagzul, diesen Axtmörder. Natürlich ist das kein Mörder. So inward lies the shrine of scales. Indeed, wherein we shall be tested and found entirely worthy of the true power of... It seems we are not alone. We cannot be certain of our allegiance. We must proceed with caution. Let us hold a moment while I devise a suitable strategy that for approaching some... That will not be required! Terevna! Maya! Maya, is it truly you? Elena! Oh, Maya! And Skinner, too! Oh, what in the world are you two doing here? That is for us to be asking you, surely. For why do we find you dancing in such a place as this? You know, I haven't the foggiest. I really don't. One minute I was somewhere else, and the next I wasn't. Let me see. Well, nobody was here, and I had no idea where to go, so I thought I'd dance a little dance to see if some higher power might show me the way. I've been praying for a strong, handsome, rich young hero who's destined to save the world to come and sweep me off my feet. Das bin ja dann wohl ich. Ari, can it be you, my hero? I fear I must disappoint you. I am far from rich. You're not denying the handsome part, though, eh? This brave warrior is come to take trial, and thenceforth to rescue the world from peril. He is true hero, blessed with mighty powers indeed. Is he now? Maya, you must be bored to dance here solitarily, no? Why not accompany with us? We could make great use of your powers. It's just as Serevna states. Though already having many excellent qualities, our party has requirement of your premium spells. Well, of course. Additionally, gentleman to rear of brave hero is in fact king of this world and greatly rich. Huh? Aiding hero in quest to rescue world must surely encourage great generosity in his majesty, no? Generosity, perhaps in form of treasures and jewels, yes. I am no hero, my dear. Merely a handsome and deeply humble king. I knew it. The hand of fate has guided me to you. Wealthy. I mean noble heroes. Of course I will join you. Come now, my brave hero. Let's get this trial out of the way. Then you can concentrate on making me rich and exceedingly happy. Grrr, erneut versperrt die Göttin uns den Pfad. Dies kann nur eins bedeuten, Kameraden. Ein Hinterhalt erwartet uns. Und ich dachte, so eine Reise in eine andere Welt wäre vielleicht einmal eine schöne Abwechslung. Dein Name ist Maya, korrekt? Wir haben leider keine Zeit für Erklärungen, aber es ist von größter Wichtigkeit, dass wir so schnell wie möglich das Innerste dieses Schreins erreichen. Gestatte mir deshalb diese Frage. Keine Sorge. Sollten irgendwelche dieser Biester euch auch nur schief ansehen, werde ich sie gnadenlos wegblasen. Ich bitte, Maya, bitte sein mit Achtung, dass solches Wegblasen nicht den ganzen Schrein zu Kollaps bringt und uns Decke fällt auf Haupt. Ja. Moment. Hier ist ein Schalter. Jo, klasse. So haben wir uns Zeit erkauft.
alle tot? Nee. Aber die meisten. Das war eigentlich sehr geschickt und sehr gut durchgesetzt, oder? wie dann der Tropfen auf den Ritter drauf fällt. Göttlich. Habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ui. Jetzt drauf mit den Fächern. Ja, das ist natürlich jetzt Pech für den Schlundwächter, dass der genau hier bei uns aufgetaucht ist. Zack, ist der Schlund wieder dicht. Was? Doggy? Habe ich Doggy gehört? Die will Doggy? Wo sind die hin? Einer liegt hinter uns. Oh. Okay. Muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Auch gut. Hier ist, glaube ich, unser Link besser. Moment, ich wechsle mal zu Vincent. Weil der halt diesen langreichenden Blitzangriff hat. Der ist natürlich gut, um solche Leute in Reihe kaputt zu machen in Gängen. Zack. Dann ist der Schlund hier auch wieder dicht. Warum ist ein Gegner, ein läppischer Gegner bei dieser blöden Statue? Wie ist das denn passiert? Kann auch keiner erklären, ne? Oh, auch noch ein Steintroll. Steingolem. Hierum kümmert sich wieder der Angriff. So. Ich hau einfach alles raus in die Richtung. Und wir bewegen uns in die andere. Zack. Wir haben genau das richtige Team dafür. Na komm. Zack. Und wieder zurück. We've got company.
alles platt. Und los. Boah, mein Gott. Taucht der einer nach dem anderen auf hier. Aber gut, dass wir alle in eine Richtung da eingesetzt haben, weil da kommt ja wirklich keiner durch, ne? Ein Erzdämon. Hatten wir auch noch nicht. Ich möchte eigentlich ungern meine Konzentration für den benutzen. Weil ich nicht weiß, was auf der anderen Seite gespawnt ist. So, jetzt gucken wir mal, dass wir schnell um die Ecke kommen. Noch eben den heilen. Solange unsere Konzentration noch anhält. Damit das auch noch in die Richtung geht da. Seht ihr, da hinten ist nämlich auch noch mal ein Erzdämon. Das reicht nicht weit genug. Glaube ich nicht. Scheiße. Nee, hat nicht weit genug gereicht. Wen habe ich denn noch so weit? Vincent. Jetzt ist er soweit. Yo. Nochmal genau im richtigen Moment umgedreht. Yeah. Gut gemacht. How about somebody gives me a real challenge? A real challenge. Aww. Ein wahrlich zauberhafter Auftritt, meine Lieben. Wir können uns für wahr glücklich schätzen, jemanden mit so profunder Kenntnis des Arkanen zu den unsrigen zählen zu dürfen. Jetzt aber, wer ich? Och, eure Majestät, ihr schmeichelt mir. Das war doch das Mindeste, was ich tun konnte, um unsere tapfere Lichtgestalt zu helfen. Nun denn, bringen wir diese lästige Prüfung hinter uns, damit ich meine rechtmäßigen Platz an der Seite der Weltenretter einnehmen kann. Eins nach dem anderen, mein eifriges Kind. Bevor wir unseren Weg fortsetzen, scheint es mir angebracht, dich in den Einzelheiten unserer Mission einzuweihen. Also los! Ich hoffe, der erzählt jetzt nicht alles nochmal so, was hier Sache ist. Das erzählt er bestimmt in der Ladezeit. Da bin ich mir vollkommen sicher. Das müssen wir uns nicht nochmal anhören. Okay, ich glaube, ich verstehe, was vor sich geht. Also dieser oberfiese Velasco hat deine Freundin und den Weltenbaum in Finsternis gestürzt und versucht, seinen teuflischen Gebieter, den dunklen Drachen, wiederzuerwecken. Und du hast jetzt vor, dich hier im Schrein einer Prüfung zu unterziehen, um die wahre Macht des Lichts zu erlangen und ihn damit zu stoppen, richtig? Wow. Wie heldenhaft. Ich wusste, dass du irgendeine Tortur würdest durchstehen müssen. Irgendeine Tortur, Entschuldigung. Schließlich bist du ja ein Held, nicht wahr? Aber das klingt wirklich nach einer verdammt harten Nuss. Yes. Das ist in der Tat eine. Und da die Dinge ebenso liegen, würden wir uns über deinen fortgesetzten Beistand sehr freuen. Aber natürlich nur, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Oh, stop it. Haha, machst du Witze? Selbstverständlich helfe ich euch. Wie gewaltig die Herausforderung auch sein mag, ich bleibe bis zum Schluss bei euch. Und gewaltige Herausforderung bedeutet ja für gewöhnlich auch gewaltige Belohnung. Hihi. Wie meinen? Entschuldige, ich habe dich nicht richtig verstanden. Nichts, Euer Majestät, gar nichts. Also wollen wir dann mal weiter zum Inneren des Schreins, ja? Hopp, hopp, keine Sorge, ich bin direkt hinter euch. Maya schließt sich der Gruppe an. Ach, ist das schön.
Die fliegende Fächertänzerin. Diese Kesselkünstlerin will hoch hinaus. Im Luftkampf ist sie eine derartige Überfliegerin, dass sie anfängt zu schweben, wenn sie 100 Treffer oder mehr aneinander reiht. Ihre Zauber und Talente kann sie am Boden wie auch sehr aus der Luft zum Einsatz bringen, sodass sie sich behende über das Schlachtfeld bewegt und eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Öffne das Menü und sieh dir die Aktionsliste an. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Stufenaufstieg. Yeah, Talentpunkte. Yeah, Königsflunker. Und direkt weiter. Weiter, weiter, immer heiter. Schrein der Erwägung, ich komm heiter. Ich komm weiter. Heiter. Ach. Es wird nicht besser, indem man es wiederholt, oder? So. Bis zum Herzen des Schreins sollte es nun nicht mehr weit sein, aber die Türen vor uns sind fest verschlossen. Wie es scheint, müssen wir uns erst weitere Monster erledigen. Verflucht sollen sie sein, doch wir sind nicht so weit gekommen, nur um kurz vor dem Ziel zu stürzen. Kameraden, zu den Waffen. Wohl gesprochen, doch vergesst nicht, Übereifer kann leicht zu Unachtsamkeit führen. Auch wenn ich es nur ungern sage, aber seine Majestät hat recht. Sich Hals über Kopf in einen Kampf zu stürzen, kann leicht in einem Desaster enden. Mach ich doch gar nicht. Lass mich jetzt in Ruhe hier alle Leute kaputt machen. Scheiße, ein Inferno Flash zu viel rausgehauen. Oh! Erstmal alles einsammeln hier. Yeah, einen Steingolem-Münze. Das ist natürlich schon gut für den Anfang. Oh, das ist hart. Dass da jetzt schon so ein harter Gegner da ist, finde ich hart. Egal, schon ist er kaputt. So. Victory is mine, ist klar. Hallöle Win? Heißt der echt Hallöle Win? Ich weiß es nicht. So, zu welchem Schalter müssen wir denn jetzt erstmal? Zu dem? Ja, super. Haben wir uns selber jetzt ausgeschlossen, oder wie? Ach so, okay. Jetzt kommen wir so rum zum anderen Schalter. Boah, zack, ist der schon kaputt. Da braucht man gar nicht viel diskutieren und rumalbern. So. Ja, dann müssen die immer alle außen rumgehen. Das ist doch super. Läuft doch. Eben noch die Quallen hier kaputt machen, damit ich nicht wieder rückwärts laufen muss gleich.
Sehr schön. Nee, 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 du wirkst hier kein Zauber mehr. Mein Jung. Noch ein Steingolem. Cool. Och nö. Gut. Müssen wir erstmal gucken, dass wir hier oben alles erledigt kriegen. Boah, scheiße, ey. Nee, wir müssen erstmal hier die Verteidigungslinie setzen. Können alle nur von da kommen. Das ist schon mal gut. Schon mal ein bisschen ausdünnen. Weil wir müssen ja jetzt... Ach du Scheiße. Da hat er auch noch so einen rausgehauen, ey. Ich fass es nicht. Wir müssen erstmal hier alles clean machen. Sonst macht das keinen Sinn. Scheiße, jetzt nimmt die auch schon Schaden. Wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück. So, zurück, 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 zurück. So, jetzt können wir auch eigentlich das Tor hier aufmachen, dann können wir nämlich durch. Komm, 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 komm. Dreh dich, dreh dich, dreh dich! Nein, scheiße! Fuck, ey! Der haut da jetzt voll einfach irgendwo hin. Da hat jetzt keiner was von gehabt. Oh Mann, mach doch nicht so einen Scheiß! Da sind irgendwo welche durchgekommen, oder? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Nee. Warum kämpft ihr denn gegen den? Der gehört doch zu uns. Komm, 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 komm. Oh, okay. Lightning
Wo ist der andere? Los, aufstehen, nicht rumliegen. Fuck. Trifft so No-Names. Scheiße. Naja gut, dann hat man sich halt jetzt ein kleines Zeitfenster erspielt. Zumindest von der einen Seite. Ach shit. Hä? Okay. Die fallen von oben runter. Ach, ich muss einmal ganz außen rum. Ah, ist halt eine Scheiße. Okay, das erklärt natürlich jetzt einiges. Na, mach die Kiste auf. Ja, das bringt da oben natürlich jetzt echt viel. Hoffentlich geht die auch nach unten. Nee. Oh, da war aber Medici, oder? Nee, gegen die Kiste kämpfe ich jetzt nicht. Das kannst du vergessen. Oh nein! Scheiße! Fuck, ey, jetzt ist was los hier. Warum bin ich denn jetzt tot umgefallen? Oh, fuck, ey. Scheiße. Boah, was ist da los, ey? Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.